So. Chest. Verdammt. Ist der Raid up Repeater? Funktioniert. Okay, dann kriegt der hier zum pulsierende Set. Cable. Okay, dann Ausgang. Gerade. Ja, das sollte eigentlich reichen. Vektor gerade. Beispiel. So. Rechts kommt Imperium rein. Portrooper. Das können wir nehmen. Agri-Seed. Thank you.
So. Okay, also X in der Konfiguration. Nehmen wir jetzt eben hier, dass ihr es seht. Oh, ich will kein Champion. Dass hier was seht. Okay. Item create. Create. Extract. Seed. Nehmen wir den Prosperity. Der darf durch. Ausgang. Create noch ein Wizard. Dann machen wir hier Ausgang. Create. Create. Extract. Das hier geht in den Ausgang. Wizard. Okay, dann das fertig. Gerade. Was sogar? Nehmen wir hier Item Create, Create. Extract. Und hier Create, Wizard. Struct. So, das müsste ja eigentlich funktionieren. Wollen wir das doch mal direkt ausprobieren. Das hat wohl nicht geklappt. Testen wir das jetzt nochmal. Thank you.
Okay, kann vielleicht sein, dass das auch so hätte funktionieren können. Da können wir ja eine Massenproduktion von machen. Okay, dann deaktivieren wir den hier erstmal. Gibt wir ein paar mehr Beehives. Komms meine ich natürlich. So, was brauchen wir denn für Gravel? Dirt und Dirt. Sand. Nicht Sandstone, Sand. Feuer. Dirt. Okay. Kiste, Kiste. So. Tun uns ein wenig Lava. Ist der an? Oh, ja.
Was für eine Religion. Okay. Eine vierschichtige Unternehmung, oder wie? Ja, Glückwunsch. Das freut mich für dich. Wie lange hast du dafür gebraucht? Buckets. Oh Gott. Das ist ziemlich anstrengend. Und das mit den Zwiebeln verstehe ich nicht. Ist das etwas, wofür ich jetzt einfach zu alt bin? So, dann können wir das hier jetzt noch bauen. Red Fertilizer. Oh mein Gott. Okay. Das ist ein wenig verwirrend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und vielleicht auch ein wenig verstörend.
37, 40 Stück. Nee. 38. Dort. Nee, ich bin überzeugter Atheist. Ich trete keiner Religion bei. Tut mir leid. Ja, da mit Religion kann man mich nicht kriegen. Ich gründe, wenn dann schon meine eigene irgendwie so. ja, aber da musst du aufpassen, dass du nicht im Kontakt trittst mit dem Onion Network. Denn die Fire Seeds, oh mein Gott. Ist das schon wieder dämlich. Voila. Und starten den ganzen Kram. Nee. Auf Deutsch wäre es das Zwiebelnetzwerk. Und das sogenannte Tor-Projekt. Die haben nämlich als Logo das hier. Das ist ein Zugangspunkt oder Zugriffspunkt zum Darknet. Damit kann man anonymisiert. Oder das? Nee, damit kann man anonymisiert im Internet surfen. Ja, das kann wirklich passieren, wenn die dann, wenn du auf die falschen Seiten gehst und plötzlich dein PC gehackt wird und die deinen Lautsprecher und so weiter übernehmen. So. Gibt's hier irgendwelche Probleme?
Meinst du nicht? Und ihr habt da ja nur eine Gemüsezwiebel gezeigt. Wie sieht's aus mit roten Zwiebeln? Glück habe ich mich damit noch nie beschäftigt, weil das ist echt so ein Rabbit Hole. So. Dann musst du dich mit den Eskimos unterhalten, weil da soll man sich ja immer in der Kälte mit der Zwiebeltechnik einpacken. Oder Inuits? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube Inuits, nicht Eskimo. Was zur Hölle? Das ist dann ja mal richtig entspannt. Ich glaube, ich muss das hier noch aufbauen. So. Ach, hoppa.
erschossen wird. Extract. Create insert. Ciao, bis morgen dann und schönen Abend dir noch und danke fürs dabei sein. Schon ist er wieder Bro. Ach, das kann doch nicht sein, ey. Eigentlich ist das ja egal, oder? Kann ich mehr als eins? Nein. Oh ja. Ja, die Jugend von heute, ne? Noch so energiegeladen.
Achso, ja. Hör mir auf. Ich will das auch irgendwann nochmal besser machen. Aber ich wollte jetzt schon mal vorbereiten für morgen, dass wir hier genügend Gravel und Sand bekommen. Wahrscheinlich schon. Weiß ich aber nicht. Aber man ist nur so alt, wie man sich fühlt. So. Ach du Kacke. Ja, dann stimmt das wahrscheinlich. Dann bist du 18 Jahre älter als ich. Respekt. Aber ja, ist ja an sich auch nicht schlimm, ne? Ja, und mein geistiges Alter ist irgendwo im Kindergarten hängen geblieben. Und dann muss man sich auch noch als Führungsperson irgendwie auch noch so verhalten. Das ist ja das Schlimmste daran. So, und das ganze Gebusel hier nur, weil die blöde Redstone-Connection nicht richtig läuft. Dann kriegen wir jetzt wenigstens die restlichen Fire Seeds. Aber das war echt ein super Tipp mit dem Red Fertilizer. Der haut da ja noch richtig rein. Ja, also, ja, trifft echt gut zu. Ja, das ist ein bisschen schade, aber hier mit Xnet funktioniert das ja relativ schnell. Und sonst packt man sich dann immer ein noch hier in... Gott, ich brauche eine Eingangstür. So, und sonst baut man sich hier halt alles immer ein, zieht in den Storage Pod rein und fertig. Das geht ja zum Glück auch immer. Botany Hop, so, nicht Storage. Geht das jetzt schon wieder nicht? Ich dreh durch. Auch wenigstens genügend. So. Damit haben wir den Abschluss gefunden. Agri. Oh.
Artists Nature the Ring. Hübsch. Ich glaube, ich baue noch ein Eck immer rein. Kriege ich die eigentlich anders? Grave, Grave Bee. Ghostly und ein Skeleton. Oder eine Zombie und eine Ghostly, okay. Nice. Geht hier aus dem Weg. Nice, nice. Der Spawner ist im Weg. Kack. Ja, ich denke mal, dass ich jetzt Feierabend machen werde.